Wir sind hier in Kaltern am See beim Trainingslager des Team Alpecin im Jahr 2015. Wir sind hier mit insgesamt 12 Jedermännern, die wir ausgesucht haben, zusammen mit den Zeitschriften von Roadbike, Women's Health und Men's Health. Und wir sind bereits zum zweiten Mal in Kaltern und genießen hier das wunderbare mediterrane Flair, haben genug Möglichkeiten, hier in die Berge zu fahren oder flach zu fahren und eine sensationelle Basis für die Saison zu legen. Was wir hier versuchen, ist, die Basis für ein Jahr zu legen, dass jeder zu Hause jetzt perfekt klarkommt. Und das funktioniert tadellos. Das Haus am Hang ist eine ganz, ganz tolle Location in Kaltern. Was willst du mehr? Es dauert, glaube ich, immer noch ein bisschen, bis ich das wirklich so realisiere. Und ja, ich bin einfach wirklich dankbar, dass ich eben die Möglichkeit habe, hier mit dabei zu sein. Ist schön, ist wie Urlaub. Schön für Fahrradfahren. Also man ist völlig abgeschaltet von der Außenwelt, hat keinen Stress. Kümmert sich nur ums Radfahren, ist schön. Viele tolle, interessante Vorträge, auch von Pioneer und im Radlabor war schon, Ernährung war schon, also ist schon hochinteressant und von den Profis was zu lernen ist schon sehr toll. Es ist schon ziemlich anstrengend, also man hat ziemlich viele Termine, Fototermine, Filmtermine wie jetzt, aber es macht natürlich viel Spaß, Training, dann gibt es den Frühsport morgens um 7.15 Uhr. Ja, also es ist anstrengend, aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich danke Pioneer dafür, dass sie uns das zur Verfügung stellen, dass wir damit die Chance haben, uns zu verbessern. Vielen Dank für die Unterstützung, Plantur und Liv.